Rahel, du hast vor eineinhalb Jahren bei uns beim Zevi angefangen und jetzt bist du eine begeisterte Zevianerin. Wenn du so zurückblickst auf deine Zevi-Erfahrung, was würdest du sagen, was ist so das, was wertvoll ist am Zevi für unsere Gesellschaft? Hey, ich glaube, dass der Zevi eigentlich sehr ein aktuelles Bedürfnis der Gesellschaft abdeckt in Bezug auf Kinder und Jugendliche, weil er einen Ort bietet, wo Kinder und Jugendliche können Erfahrungen sammeln können, wo sie können neue Freunde kennenlernen können, wo sie sich können lernen können, wie man sich in der Natur bewegt, und wo sie gefördert werden, aber wie nicht unter mega Leistungsdruck stehen, sondern einfach dürfen Kinder sein und Sachen erleben. Und was sie auch dürfen, wie erfahren, ja, dass sie ein Teil von irgendwie etwas Größerem sind. Dass es so, wenn es richtig leitende Karriere geht, dass sie dürfen die Erfahrung machen, hey, ich trage etwas dazu bei und bin ein Teil von etwas Größerem, das ich selber nicht hätte geschafft. Aber irgendwie kann ich gleich mehr mit dem, was ich kann, reingehen. Und das finde ich extrem wertvoll. Ja, wertvolle Erfahrungen, die da Kinder und Jugendliche machen können. Genau. Und was mich begeistert, von Anfang an, seit ich hier bin, ist, dass mega viele Freiwillige sehr viel Engagement reingeben, dass das überhaupt möglich ist. Und da x Stunden investieren, für das Kind so Erlebnis ermöglicht werden. Ja. Ich glaube, gerade die freiwillige Arbeit ist etwas, wo Jugendverbände wie der Zevi, aber auch Pfadi Jubla und so weiter ausmacht. Jetzt bei uns im Zevi ist es so, dass so von der Arbeit, wo in den Abteilungen gemacht wird, ist 100% ist freiwillige Arbeit. Und auch in unseren Kursen, die wir anbieten, die Projekte, die der Zevi Region Bern macht, ist ein grosser Teil ist freiwillige Arbeit, und mit dem leisten die jungen Zevianerinnen und Zevianer einen riesengroßen Beitrag zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Und die wären nicht möglich ohne das Engagement von Freiwilligen. Also die Jugendverbandsarbeit lebt von dem. Und ich glaube, das Zweite, was wichtig ist, dass der Zevi für Jugendliche und junge Erwachsene auch ein sehr probiges Feld bietet. Im Zevi kann man in einem Umfeld, das von Vertrauen geprägt ist, wo man den Fehler machen kann, kann man sich schrittweise antasten an Aufgaben, die verantwortungsvoll sind. Man kann immer mehr übernehmen und so anhand von Erfahrungen, die man macht, im Zevi sich weiterentwickeln und wachsen. Und so würde ich sagen, und das ist das Wort, das auch immer wieder auftaucht unter Zevianerinnen, der Zevi ist eine Lebensschule für junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, die über das Zevi-Erlebnis ausgeht bis ins Erwachsenenleben hinein. Wir hören immer wieder von Zevianerinnen, 20, 30, 40, 50 und noch älter, wie sie den Zevi geprägt hat, weit über die Zeit aus, wo sie aktiv waren, in der Region oder in ihrer Abteilung. Sowohl privat wie auch im beruflichen Umfeld. Und ich glaube, das ist eine riesige Stärke von Jugendverbänden wie der Zevi. Ja, voll. Irgend vor ein paar Wochen haben wir mit jemandem geredet, der über 50 ist, Inhaber von einem eigenen Geschäft, und der gesagt hat, er wäre nie dort, wo er jetzt ist, wenn er nicht im Zevi hat können so viele Erfahrungen sammeln, wo ja, wo ihn mega geprägt haben und wo bis heute ein Schatz sind für ihn, wo er darauf zurückgreifen kann. Und ja, ich glaube, das ist schon das, was mich persönlich begeistert, aber was ich auch glaube, was der Mehrwert für die Gesellschaft ist, jetzt gerade in einem Zevi, ist, dass jungen Menschen wird etwas mit auf einen Weg geben wird, der langfristige Auswirkungen haben kann, in ihrem Leben. So. Und ja, ich glaube, durch das wird also kann ein positiver Einfluss auf die Gesellschaft genommen werden durch die Arbeit, die wir im Zevi machen. So. Das klingt jetzt nach einer sehr positiven Zusammenfassung. Würdest du sagen, der Zevi ist also immer noch ein Erfolgskonzept, das in unsere Gesellschaft hineinpasst und wertvoll ist? Oder merkst du auch, dass wir herausgefordert sind, wie sich die Gesellschaft verändert und entwickelt? Ja, das merken wir auch. Jetzt gerade so in der Jugendarbeit, wenn wir mit Abteilungen reden, stellen wir oft fest, dass es zunehmend schwieriger wird, gerade zum Beispiel Kinder regelmässig verbindliche Jungschinamis zu einbinden.
Bei den Leitenden ist die Tendenz noch etwas weniger, aber zum Teil auch. Aber genau, es braucht immer wieder sehr einen langen Schnauf und viel Aufwand und Werbung, um neue Kinder zu gewinnen und die nachher auch verbindlicher im CEFI wie dabei zu haben. Und ich denke, es hat sicher verschiedene Gründe. Ich glaube, eben, das Verhalten allgemein von Menschen und von Familien hat sich verändert. Und oft kommt es auch darauf an, ja, was es für Konkurrenzangebote jetzt im Dorf noch gibt. Wenn es noch einen Schutzverein und einen Pfadi und was weiß ich alles gibt, ist es auch schwieriger, dass man Kind ja, wirklich fix, sage ich jetzt mal, für eine CEFI kann gewinnen. So. Und ich denke, das hat auch Zusammenhang zu allgemeinen gesellschaftlichen Trends, die man beobachtet, aber da kannst du mehr dazu sagen. Ja, ich sehe da verschiedene Aspekte. Ich glaube, einerseits sind die CEFI-Angebote ja aus der Lage, meistens am Wochenende, und dort sind wir auch in einer riesen Konkurrenz zu anderen Angeboten für Kinder, aber ich glaube auch immer mehr in Konkurrenz zu der Familie als Gefäß ganz allgemein. Also die Wochen sind immer voller mit Freizeitaktivitäten, mit Arbeiten, mit Sachen, die man noch mal besorgen muss. Und dann wird das Wochenende für die Familie umso wichtiger, dass man dort Zeit miteinander verbringen kann, dass man grosse Einkäufe machen kann, Ausflüge und so weiter. Und dort sind wir als CEFI halt in Konkurrenz zu dieser Familienzeit, wo genauso wichtig und wertvoll ist. Und ich glaube, das spürt man immer mehr. Und etwas Zweites, was in der Diskussion mit unseren Abteilungen und bei uns im Team immer wieder zum Thema wird, ist so die Frage, wie positionieren wir uns als christlicher Jugendverband in dieser Gesellschaft. Unsere Gesellschaft wird einerseits säkularer, also es hat immer mehr Leute, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, und sie wird multireligiöser, also es sind immer mehr Religionen sind stärker vertreten in der Schweiz, in unserer Gesellschaft. Und als CEFI sind wir fest ausgerichtet auf die typischen reformierten Familien. Viele Kinder aus der Abteilung kommen aus reformierten Familien, und der Anteil der Bevölkerung wird kleiner, ist kleiner geworden, wird noch kleiner. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit dem möchten umgehen, was das für den CEFI heisst. Tun wir uns öffnen, probieren wir unser mega gutes Angebot anderen Zielgruppen näher zu bringen, oder fokussieren wir uns? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist auch, wie erklären wir überhaupt Familien, Eltern, wo wir möchten einladen für den CEFI-Nachmittag oder für ein Angebot vom CEFI, was denn das heisst, dass wir uns als christlicher Jugendverband beschreiben. Und gleichzeitig möchten wir ja offen sein für Kinder jeglicher Herkunft, jeglicher politischer, religiöser, sexueller Einstellung, wie wir es schreiben auch in den Statuten vom CEFI Region Bern und vielen CEFI-Vereinen, ja, wie wir mit dem umgehen. Wir sind christlicher Jugendverband, und trotzdem möchten wir die Offenheit pflegen und leben. Und ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung für die Abteilungen, für uns als CEFI-Bewegung als Ganzes. Und ich denke auch, es gibt wie nicht eine abschließende Antwort auf das, weil wir wissen, dass unsere Abteilungen sind so unterschiedlich, und das Christliche wird so unterschiedlich gelebt und interpretiert in der CEFI-Bewegung, und da wird es vermutlich nicht eine Antwort geben, wie man mit dem umgeht. Aber es ist sicher etwas, wo wir müssen diskutieren miteinander als Verband, wie wir uns heute in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft als christlicher Jugendverband identifizieren. Siehst du auch Veränderungen? Du hast vor allem von den Kindern geredet, die ja, eher schwieriger sind zu erreichen. Du siehst viele Angebote, siehst du auch in den Teams Veränderungen? Ja, ich denke, gerade so in der Zusammenarbeit mit den Teams aus den Ortsgruppen sehen wir schon auch, dass die vielfältigen Möglichkeiten, die es heute gibt, so im Jugendalter, wo Sachen, die man machen kann, dass das auch Einfluss hat auf die CEFI-Teams. Zum Beispiel, dass Leitende weniger lang jetzt als Leitende dabei sind, sondern dann vielleicht mal noch ins Ausland gehen oder anfangen studieren oder irgendwas anderes machen und dann früher ihr Leiterinnenamt beim CEFI abgeben. Und dadurch werden insgesamt natürlich Teams nachher jünger.
Und es gibt auch schnellere Übergänge in den Teams. Also, wir haben oft, dass relativ schnell nachher jüngere Leitende müssen recht viel Verantwortung übernehmen. Wenn jetzt 3, 4, die das vielleicht ein paar Jahre haben gemacht haben, alle relativ zeitnah aufhören, dass es dann schnellere Überbrüche gibt im Team oder Umbrüche gibt im Team. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Es gibt auch ganz viele sehr junge ALs oder Leitende, die das sehr gut machen. Aber ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung. Je nachdem kann es eine Herausforderung sein, wenn das die Umbrüche sehr schnell passieren, wo man früher vielleicht dadurch, dass es weniger Möglichkeiten hat gegeben, sich noch länger in die CEFI hat investiert. So. Genau. Ich denke, das ist nicht etwas CEFI-typisches, die Beobachtung, die du jetzt geschildert hast. Ich glaube, die Lebensumbrüche die sind mehr und kommen früher im Leben von jungen Menschen in unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was allgemein Vereine oder vereinsähnliche Organisationen beschäftigt. Besonders sicher, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, aber auch grundsätzlich ist das ein Thema, das herausfordert. Du hast vorhin gesagt, es kommt früher und schneller. Und ich glaube, das hat fest mit der Mobilität zu tun von jungen Menschen. Man kann hier arbeiten, hier in die Ausbildung gehen, hier Freizeit verbringen, hier wohnen. Also die Wege werden länger, man ist mobiler. Es ist vielleicht auch schneller, taktet zu leben in diesem Lebensalter. Und entsprechend ist es viel schwieriger, sich über eine längere Zeit verbindlich, wie das ein CEFI-Team heute, wie wir es kennen, braucht, um sich so zu engagieren. Mhm. Wir haben jetzt recht so über die Entwicklung von Kind, Jugendliche, Familie geredet. Jetzt, du als Geschäftsführer hast auch noch andere Felder, wo du dich drin bewegst. Was nimmst du dort so für Veränderungen wahr? Ein Schwerpunkt ist das Thema Spenden. Es gibt verschiedene Untersuchungen zum Thema Spendenverhalten, unter anderem von der CEWO. Und die zeigen, dass junge Leute anders spenden als etwas ältere Leute. Also das Spendenverhalten ist auch im Wandel für jüngere Leute, wie wir das sind oder wie CEFIanerinnen und CEFIaner, die jetzt aktiv sind. Die spenden eher spontan, eher projektbezogen. Also man sieht eine Not, die spenden jetzt vielleicht etwas mehr, aber man tut weniger viel so das regelmäßige Spenden pflegen, wie das vielleicht ältere Generationen kennen. Man will auch mehr die Wirkung der Spende kennen. Also eben mit einer Not oder ein cooles Projekt und ich spende für das und ich weiss, mit dem Geld wird das gemacht. Aber so die allgemeinen Aufwände von einer Organisation, die in der Regel ja auch gross sind, für die ist man weniger motiviert zum Spenden, wie das halt nicht so konkret ist, nicht so projektbezogen. Und ich glaube, das ist für Organisationen wie der CEFI wird das zunehmend zu einer Herausforderung, weil es ist cool, wenn Leute projektbezogen spenden und das ist mega wertvoll, aber ein Verband hat auch ganz viele Basisaufgaben wie die Ausbildung, wie die Begleitung der Abteilungen und so weiter, die sind gleichbleibend und wertvoll und für das braucht man auch Spenden und das braucht Leute, die das regelmäßig mittragen. Und ja, da müssen wir uns überlegen, wie wir mit dieser neuen Realität auch umgehen und in Zukunft uns auch anpassen können, dass der CEFI weiterhin auf einem stabilen finanziellen Fundament steht. Mhm. Genau. Gibt es da schon irgendwelche Unternehmungen, für diese Entwicklungen zu begegnen? Was macht da der CEFI Region Bern, um auf das zu reagieren? Ja, also zum Beispiel das Crowdfunding, das wir jetzt gerade gemacht haben, für den CEFI-Bus, das wäre so eine Möglichkeit, wo da geht es um etwas ganz Konkretes. Der CEFI-Bus, der wird uns in den nächsten 6 bis 8 Jahren gute Dienste tun. Man kann sogar seinen Namen auf dem Bus verewigen. Also man hat wie etwas, das zurückkommt in einer Art auch so. Oder auch im C-Vitamin die Beilage zu der Ausbildung, wo man sagt, wir brauchen spezifisch für die Ausbildung von jungen Menschen im CEFI-Region Bern brauchen wir Leute, die die mittragen, die für das spenden, dass das möglich ist. Also sehr spezifische Leute,
probieren, motivieren, sehr viel Arbeit mitzutragen. So, das ist sicher ein Weg in die Richtung, wo wir eingeschlagen haben. Und wir sind dran, noch andere Massnahmen zu entwickeln oder auszuprobieren. Aber es ist sicher noch nicht, also wir sind noch nicht dort, um ganz fit zu sein für das, was es braucht in Zukunft. Ja. Mhm. Wenn wir wieder zurückgehen zu der Jugendarbeit, was sind ihr als Jugendarbeitende, was habt ihr für Massnahmen geplant, um zu reagieren auf die Themen, die wir vorher besprochen haben? Das schwierige Kind zu gewinnen, die Kontinuität bei den LeiterInnen-Teams nimmt ab. Ja, es hat so verschiedene Sachen, die wir umgesetzt haben oder in Planung waren. Das eine ist sicher Anfangsjahr, wo wir das Werbetagsprojekt umgesetzt haben, wo wir einen Leitfaden entwickelt haben, Ortsgruppen können individuell Werbung machen für ihr Angebot, wo auch ganz viele Ideen ihnen weitergegeben werden, dass, ja, um dem ein bisschen neuen Schub geben oder auch Motivation geben, dass da Werbung kann gemacht werden für die Angebote. Etwas weiteres, was seit letztem Jahr besteht, ist die regionale Fröschli-Gruppe, Fröschmaschine, wo auch zum Ziel hat, dass Ortsgruppen unterstützt werden, um Fröschli-Gruppen zu gründen und so die jüngsten Zefianerli schon irgendwie in den Zefi-Fluss mit reinnehmen und dort, ja, relativ früh schon die Kinder zu gewinnen und sie dann hoffentlich genau auch weiterhin im Zefi zu behalten. Und ich denke, etwas weiteres ist sicher im Arbeitsgebiet Zefi Urban, wo wir am Ausprobieren sind, wie könnte Zefi-Arbeit jetzt mal nicht die klassische Jungschi, sondern vielleicht auch in anderen Projekten, in anderen Quartieren, jetzt gerade im Westquartier zu Bern, wie könnte Zefi dort aussehen mit anderen Zielgruppen, was braucht es dort oder was sind dort wie für Angebote, wo vielleicht neue Zielgruppen sich erschliessen, wenn gewisse Zielgruppen vielleicht ein bisschen schrumpfen, sage ich jetzt mal. Ja, und etwas, was ich auch sehr spannend finde, ist, wo wir seit einem Jahr gestartet haben, ist hier zur Arbeitsnacht, wo einfach Leitende, Zefianer, Zefianerinnen können kommen, können Gemeinschaft haben, können neue Leute lernen kennen. Es entstehen manchmal schon Ideen an dieser Arbeitsnacht. Und nicht unter dem Druck sein, dass sie dort auch noch irgendwie etwas müssen leiten oder liefern, sondern einfach dürfen sein und dürfen Gemeinschaft haben. Und auch so die Resonanz aus der Region merken wir, ist recht gut. Also die sind immer gut besucht in der Arbeitsnacht. Und was wir auch merken, es ist ein Bedürfnis da, um eine Gemeinschaft zu haben, ganz unkompliziert, ohne Programm und sein und Leute treffen. Und das, ja, denke ich, ist auch mega wichtig, so Orte zu schaffen, wo eben genau das kann passieren kann. Wie ich es am Anfang gesagt habe, wo kein Leistungsdruck ist, sondern wo einfach die Gemeinschaft im Fokus ist. Ihr merkt, uns beschäftigt so der gesellschaftliche Wandel und was das für einen Einfluss hat auf die Zefi-Region Bern sehr. Es ist auch ein Thema im Vorstand, das sich mit dem auseinandersetzt, auf strategischer Ebene. Der Zefi ist aber weder nur wir im Rabbi noch nur der Vorstand, sondern der Zefi sind vor allem ihr, die ganz wertvolle Arbeit für Kinder und Jugendliche in den Abteilungen machen. Und uns würde es mega interessieren, was ihr denkt zum Wandel, wie ihr es erlebt, was ihr schon ausprobiert habt in den letzten Jahren oder was ihr euch für Gedanken macht in den Teams oder in den Vorständen der Zefi-Vereine. Meldet euch doch bei uns mit Ideen, mit Fragen, mit Gedanken, die ihr habt, per Mail, per Telefon. Es würde uns mega freuen, wenn wir mit euch in Austausch kommen über das Thema.